Willkommen zu Warframe mit mir, Peter Buston Creed hier. Und das ist schon eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal reingeschaut habe und seitdem hat sich vieles getan. Das User-Interface wurde angeblich komplett überarbeitet. Ich habe es mir echt noch nicht angesehen. Es ist Monate her. Es gibt jetzt ein Spielerschiff, man kann irgendeine komische Viechkreatur züchten, die mit einem rumrennt, etc. etc. Und deswegen habe ich gedacht, naja, ist mal wieder Zeit, hier reinzuschauen. Und ich dachte, wir gehen einfach gemeinsam mal den neuen Prolog durch und checken das an. Jawohl, also ich könnte den Prolog überspringen und mir diese Funktion, die ich mir jetzt im Prolog freispiele, direkt bekommen, aber da halt eben bestimmte Dinge sich geändert haben und so, interessiert es mich doch schon, was jetzt hier neu geworden ist. Okay, das ist jetzt wieder so ein bisschen Hintergrundgeschichte der Tennos. Something has risen from the ruins of the old war. Ooh, creepy. The Grineer. Swallowing colonies whole, their clones flood the system from a hidden, toxic womb. The twin queens, the sisters, have sent their most beloved commander, Vor, on an urgent mission. To protect the twisted crusade they have begun. To transform the scattered colonies into an empire. To see that the Tenno, hidden and asleep, will never awake. Break out, court. Okay, ich hatte zwar schon mal einen Warframe und das war diese hier, aber wir nehmen mal jemand anderen, wir nehmen mal Volt, nehmen wir einfach mal Volt. Hier ist natürlich ein bisschen schlecht mit der Übersetzung, das geht so in sich übereinander. Bin gespannt, was mit meinen alten Warframes ist. Okay, offensichtlich hat das nicht so recht funktioniert mit Abschalten. I'm surging your Warframe's power systems. Okay. Sehr cool. Dann müsste ich halt nur noch treffen. Hoho. Nein! Gott! Nein! Da wollte ich. Oh Gott, wo muss ich lang? Da lang. Ich wollte da nicht runterspringen. Okay. Atenos melee weapon honors their warrior tradition when technology was turned against them. Was ist das da? Ich will. Nein, ich will den Stab. Ein Schwert ist cool, aber. Go Stab! Okay. Andrea, Andrea.
Haha, cool. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob es früher ging. Dass man so Silent Takedowns machen konnte. Lato. Ich kenne ehrlich gesagt nur die Lato. Ich weiß gar nicht, was die anderen können. Oh, ich werfe hier so Pfeile oder sowas. So Messer. Haben wir nur eine. Das ist schon irgendwie stylisch. Nehmen wir mal die Wurfmesser mit. Hättest du wohl gerne. Jawohl. So, die Kugeln einsammeln. Was jetzt hier nicht geht, aber theoretisch wichtig ist. Ja, dann gebt mir mal die Ressourcen hier aus den Thronen. Die sind ja nun nicht neu. Oh, wie süß. Sieht aus wie ein Rochen. Oh, nein! Das sieht un... Das ist nicht gut. Das ist ein wenig schief gelaufen, oder? Was ist mein Plan? Ich soll nicht da rein, ich soll da lang. Das ist lustig, weil das erste Tutorial war ernsthaft nur, man hat in so einem Ding drinne gestanden, in so einem weißen leeren Raum. Wieso bist du nicht tot davon? Aua. Und wo sind meine... Wo ist meine Waffe? Wo ist meine Fernkampfwaffe? Und wo muss ich hin? Also der erste Tutorial-Kram war nur so ein leerer, weißer, matrixmäßiger Raum, in dem man dann kämpfen geübt hat, quasi. Das war sehr, sehr unspektakulär im Vergleich hierzu. Ich weiß trotzdem nicht so genau, wo ich hin soll. Da. Irgendwie. Warum habe ich denn plötzlich nur noch meine komische Nahkampfwaffe am Start? Das irritiert mich ja. Aua. Okay. Oh Gott. Prepare the reinforcements. We need that tendril. Wie schalte ich nochmal meine Waffen durch? Nee. So war's nicht. Holy shit, shit. Wie ging das nochmal? Das könnten die mir mal erklären, vielleicht. Wer ist denn damit? Ich hätte gern wieder meine Fernkampfwaffe. Ich drücke hier gerade alle Tasten, die irgendwie in der Nähe sind. Aber nichts davon scheint zu funktionieren.
Na gut. Mach ich das eben alles. Haha, stilecht. Oh Gott. Nein, ich konnte das ehrlich gesagt noch nie. War immer meine schlechteste Disziplin. Oh Gott. Wie oft ich da versagt habe, das kann man eigentlich schon niemandem erzählen. Nein! Ah! Oh. Jetzt nein! Hör doch auf mit dem Scheiß! Junge! Was klettert er denn da hoch? Nur um dann wieder zurückzuspringen. Das glaube ich ja jetzt irgendwie nicht. Okay. Wo ist mein Sniper-Waffending? Oh ja! Sniper-Bogen! Die haben sie auch verbessert. Die konnten früher nicht so coole Sachen wie herumfliegen. Was zur Hölle, Mann? Was zur Hölle? Oh, man kann ihn aufladen, alles klar. Was? Drücke. Okay. Die Taste ist offensichtlich standardmäßig nicht belegt. Zumindest in meinem Setup. Drücke Key, um schnell zu wechseln. Ja, das ist ja... Renn, du dreckiger Sniper! Yes! Wie verteidige ich das Schiff? Indem ich alles töte, was hier kommt? Ist das der Plan? Nein! So knapp. Wie denn da? Genau, zeig dein Gesicht. Steh zu deiner Farbe und so. Nein, bekenne Farbe so rum. Oh wow. No, 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 no. Wäre so schön gewesen, wenn ich ihn im Laufen getroffen habe. Aber nicht der Fall gewesen. So, jetzt können wir uns da reinhängen. Und fliehen. Ist ja praktisch, dass genau dasselbe Schiff, was eben abgeschossen worden ist, gerade nochmal da ist. Und wir jetzt damit fliehen konnten. Ah, hey. Oh yeah! A shadow of my former self. I cannot serve the operator in such a condition.
order me to self-destruct, I will understand. Psst, nein. The Grineer are ravenous for this old technology. It is superior to theirs. Perhaps there are systems left in the orbiter compartment? Jawohl. Ah, wie cool. Wie unfassbar cool. The lower orbiter compartments have no life support. Why did the operator abandon me? Arsenal management could be restored if the operator wishes it. Dann machen wir das. You honor Ordis. Now I can supply the operator with better modded firepower. Nice. Okay, wunderbar. Wir haben noch unsere alten Waffen, unsere alten Warframes sind auch noch da. Wunderschön. Wundervoll. So, wir hatten nämlich einen Rhino, da ist das Mac auf Stufe 30. Und dann hatten wir keinen Slot mehr frei für mehr, glaube ich. So, ich möchte gern Rhino mit meinem guten alten Snipetron, was es gar nicht mehr gibt übrigens. Hier kann man Farben festlegen und so Geschichten. Was rüsten wir denn hier mal aus? Was hatten wir denn? Hatten wir, hatten wir irgendwas Besseres als eine Lato? Augenscheinlich nicht. Habe ich mich nie drum geschert. Also die Lato. Das war ich gerade einmal hochleveln, wenn ich mich entsinne. Ich habe schon einen Scanner auf Stufe 30. Und ich war gerade auf dem Weg zu einem Hammer, den ich jetzt da zu Frage war, glaube ich. Aber das Plasma-Schwert hatte ich gefunden und dementsprechend wird es erstmal gelevelt. Einen Begleiter haben wir nie gehabt. Helios Shade, wie funktioniert das denn? Kann ich jetzt mittlerweile dazu haben? Was kann denn ein Carrier? Death Cube? Shade. Okay, ich brauche erst ein Market-Modul, bevor ich irgendwas kaufen kann. Alles klar. Consumables und Wiederbelebung. Alles klar. Kann ich hier mein Design ändern irgendwie? Oh ja. Verschiedene Farbpaletten, die so mehr oder weniger zur Verfügung stehen. Nicht so wirklich. Habe ich hier irgendwas frei? Sowas wie Standard? Nein. Okay, das sind wir gerade mal raus. Wunderbar. Damit haben wir zuletzt gespielt. Und was können wir jetzt tun? Ach, das ist schön, dass der Progress nicht verloren gegangen ist. Ah, die Sternenkarte. Okay, da ist ein bisschen was dazugekommen und das sah auch ganz anders aus. Right-click to rotate, alles klar. Swoogity, swoogity. Venus, Erde, Mars, Jupiter, das sah am Anfang ein bisschen durcheinander. Wie haben sie denn jetzt die einzelnen Systeme gemacht? Wie sieht das denn jetzt aus? Schauen wir uns doch mal Venus an. Ah, oh, oh. Das ergibt alles so viel mehr Sinn auf einmal. Das sieht so viel besser aus. Schick, schick. Ja. So sieht das aktuelle Warframe aus, das User Interface 2.0, so sieht das neue Intro aus. Und für diejenigen, die vielleicht genauso wie ich eine Weile nicht mehr in Warframe reingeschaut haben, Kinder, das schaut super, super, super spannend aus. Und ich denke, ich werde hier wieder mit viel Freude hin und wieder eine Runde gegen NPC-Gegner durchziehen, weil Warframe einfach ein echt gutes Spiel ist und sich absolut lohnt. Ja, vielleicht kommen demnächst mal wieder die eine oder andere Folge dazu. Schauen wir mal. Erstmal wollte ich das machen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, ein Like da lassen, wenn ihr was zu sagen hat. Kommentieren, wer es noch nicht getan hat. Abonnieren. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.